I'm fucked. Car on the left. I'm so fucked. Clear on the left. Car on the right. Shit. Clear on the right. Car on the left. Ach! Fucking GT4. Sorry, da konnte ich nichts machen. Einfach nicht gut rausgekommen. Alles gut. Jetzt schon wieder an den sehr ungünstigsten und unschönsten Stellen Traffic. Nee, bloß noch mal ein kleines Coaching. Wenn du sowas wieder hast, du hast ja ein bisschen spät gebremst, dann warte ganz, ganz lange, bis du aufs Gas gehst, dass du sofort wieder die Innenlinie zumachen kannst. Dann wäre nicht vorbeigekommen. Jo. Ich hab mir mal Bonbon gegönnt. Wisst ihr, ob ihr die noch kennt? Werthaus Original. Beste Bonbons gibt. Car on the right. Clear on the right. Und Opa früher immer. Ihr müsst euch jetzt einfach mal wieder so eine Bonbon, so eine Packung gönnen. Ah, ist ja mehr Lutschung. Nee, Aerox sind sie nicht. Du Lutscher! Ja, könnte er. Pinguin, ja, auf jeden Fall. Und jetzt holt er einen Cut. Ne, holt er nicht. Wie viele Runden hast du jetzt noch? Sechs. Schwarm. Bitte? Schwarm. Ja. Ich versuche nicht abreißen zu lassen. Den überholen wir nicht, oder? Keine Chance. Oh, ich denke schon. Falsche Streckentemperatur. Doch. Und wenn die schnell genug sind, überholen wir die nicht wieder. Das machen wir. Oh, die Mucke ist wild. Car on the left. Clear on the left. Ich fahr im Dunkeln besser. Kriegen wir schon hin. Ja, nachts ist ja okay als draußen. Das ist richtig, ja. Ah, die Temperatur am Vollermarsch. Der Berg ist weiter als zu Fuß. Ja,
Wie viele Runden noch? Zwischen Speilen. Was? Zwischen Speilen, sag ich. Jo, sehr schön. Schätze ich bis dich. Drei Runden. Ja. Du musst deine Reifenbrücke noch einstellen. Ja, bin gerade dabei. Wenn du deine Reifenluftdrücke machen kannst, kann ich dir sagen. Kannst du Pitstop 2 auswählen, dann geht's besser. Hörst du mich? Ja, Pitstop 2 habe ich, 25,8, ja. 27,5? Ja, warte. Ja. 26,0? Ja. Und 27,0.
Jo, hab ich auch. Gut. Also 25,8, 27,5, 26,0, 27,0. Ja. Kommst du jetzt rein? Nee, meine Runde geht noch. Ich habe jetzt noch 5,3 Liter. Reicht noch für eine. Einfach länger draußen geblieben als ich. Ja gut, ich hatte halt auch nicht so viel Spritverbrauch. Ich war ja nicht so gut durchgekommen durch den Verkehr. Bin ein bisschen doof angestellt. Dive Set ist auch in Ordnung, ne? Der ist 12, der ist weiß. Gut, passt, passt. Ah, die Startrunde ist Sigi, stimmt. Nee, die Startrunde fehlt, Startbuch. Da haben wir ja schon 4 Liter verbraten. Ich habe jetzt ein bisschen abreißen lassen, leider. Gut, nicht schlimm. Wir haben jetzt frische Reifen und da fahren wir die Zeit wieder zu. Mit Glück sind wir dann gleich wieder davor. Hast du Schaden? Ein bisschen sollte ich haben, ja. Eine Sekunde. Ja, lass die reparieren. Oh, hier oben steht die Sonne aber sehr unschön. Ey, ich hab dir das Auto mit einer sauberen Vorschau gegeben. Was ist da für Dreck drauf? Wow, Alter. Alles gut. Mit Limiter war drin. Sofort hoch. Machst du mir das Auto wieder an? Ja. Zündung musst du mal einschalten? Ja, ich mache alles gut. Ah, scheiße, ich hab vergessen, was einzustellen. Ja, ist egal. Bleibst du, wir bleiben im Discord, ne? Ja, ich gehe aus dem DS jetzt raus. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Autos an. Okay, also Platz 3, wenn wir uns keine Kratze leisten, haben wir definitiv sicher. Musst du noch kurz eins von. Also Teamspeak muten, bitte. Soll die jetzt richtig ja, sein? Ja, ist gut. Danke! War kein Rückspiegel, perfekt. Danke, Chat. Hätte ein bisschen schneller sein können, aber ist okay. Ich habe mich ein bisschen mit dem Verkehr, war schwierig für mich. Habe ich ein bisschen mit zu tun gehabt. Du meinst das, was hinten auf dem Stoßfänger steht, das Programm, oder was? Hinten auf dem Stoßfänger? Was steht da? Total.
Oder AM? Ja, das müsste schon im Ganzen lesen. Total AM 666? Der Total AM. Total Amateur? Naja, also für Total Amateur war es noch schnell genug, würde ich sagen. Ich wollte bloß, dass auf den Stoßfänger irgendwo einbringen. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt geschrieben hat. Ich glaube, Vexus war das. Also dafür war es noch schnell genug. Hätte aber hier ist alles gut. Viel schneller sein können. Ich hab echt, bin nicht reingekommen durch den Verkehr. Nicht schon. Uff, war ein bisschen langsam. Zwischenzeitlich. Aber ist okay, wird nachher wieder schneller, denke ich. So, mal kurz mal die Beine abtrocknen hier, oder? War da nass? Eingeschifft oder wieso sind deine Beine nass? Nee, ich schwitze so. Hast du dich eingeschifft oder was? Kita, danke nochmal an dich für 5 Subs, Magal. Was auch immer da passiert ist, Leute, danke für die ganzen Subs. Hype Train ist passiert. Ja, das habe ich mitgekriegt, aber ich weiß gar nicht warum. Ich muss wieder super Sellout gemacht haben, scheinbar. Wahrscheinlich wollte er bei sich Twitch Prime baiten und das ist dann irgendwie bei beiden losgegangen. So wie immer. Schöner Bremspunkt, ne? Finde ich auch. Ja, geht gut. Oh, prima. Ja, das Problem ist, dass der Baum nicht die Bremsmarke ist. Und also der Baum ist für Bremse 1 Bremsmarke, aber nicht für Bremse 2. Und die Anbremsen ist echt scheiße irgendwie. Was? Michael hat gesagt, ich komme bei jedem nackt putzen. Alles klar. Ich mache mich mal auf den Weg, wa? Bis gleich.
Sind die Luftdrücke schon wieder zu hoch, Mann? Gibt's doch gar nicht. Ich hab so die Elvis-Luftdrücke immer. Wieder. Oh, Alter, dieser Temperaturwechsel, ne? Von draußen. Oh! Junge, Junge, Junge. Frisch ist es. Oh, danke nochmal für den Support-Chat eben gerade. Auch fürs Wiggeln. Das hilft echt immer ungemein. Aber das war eine sehr stressige Situation mit dem Verkehr und dem Porsche. Das bin ich doch so in der Form noch gar nicht gewohnt, ehrlich gesagt. Da war ich ein bisschen nervös. Aber es ist gutes Training. Hat man gemerkt, ja. Das, beim letzten Rennen war das auch so. Also mit GT4 und GT3s. Da habe ich noch nicht so viel Praxis drin, leider. Und ich muss auch nicht so oft so lange Position verteidigen. Fahren gerade beide Klassen? Ja, GT4 und GT3 Tick, ja. 10 GT4 und 30 GT3. Also 40 Autos. Und hier ist richtig Verkehr. Manga, boah. Das war so angesetzt, ja. Das ist Multiclass, der Cup. Dankeschön, Program. Vielen Dank. Wie geht's dir, Maga? Alles gut? Wie geht's dem Kind, der Frau? Ich hab dich die letzten Tage immer gesehen, aber irgendwie nie was gesagt. War immer voll drin. Ist dir ein Fehler passiert? Nee, Ryan Next, ich bin nicht so schnell gewesen wie der Porsche. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, meine Pace zu finden. Bin leider 45... Mitte bis hoch gefahren und mehr war leider nicht drin. Und ich habe mich ganz, ganz schwer mit dem Verkehr getan, leider. Aber das wird immer relativ gut nachher gegen Ende in dem Rennen. Oft. Ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um damit warm zu werden. Mit GT4, mit Multiclass. Aber ist okay. Also ich glaube, wir haben nicht so viel verloren auf dem Porsche. Ich glaube, 2 Sekunden oder so. Ja, ich weiß, Totte. Also 44 schaffe ich auch so. Also auch Mitte 44. Ich habe irgendwie nicht einen Groove gefunden. Gar nicht. Leider. Michel hat auch so ein Rig, ja. Michel hat auch so ein gutes Rig, ja. Aber der fährt nur ultra-wide. Also nicht Triple Screen. Quatschi. Nur? Ja, also... Nur in Anführungsstrichen. Schon wieder T-Shirt, schon wieder klatternass hier.
mir gut durch. Es ist momentan fastest lap of the race. Kann ich? Ich habe meinen Pit. Haben wir Pitwall? Gibt's Pitwall? Ich habe kein Dings dabei, kein Tablet. Hätte ich gucken können. Hey Troika, moin. Ja, ich habe vorhin schon jemanden gelesen, Troika, der gesagt hat, eigentlich wollte er nur kurz vorbeikommen und jetzt sitzt er hier ewig im Rennen. Das geht allen irgendwie immer so. 1:44.29 ist schnellste Runde. Ja, ich muss nachher mal mein Dings holen, danke Flo. Mein Tablet. Ich hab grad Katze auf dem Schoß. Uh, 31. Call my brain. Oder call me brain. Brian. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Peace. Halbes Zehntel hat gefehlt. Scheiße. Socker, dankeschön für 32. Schalm hat eine Strafe. Ja, es geht's hin. Sehr gut. Chris, moin. Muss bloß kleinen Scheiß. Wow, was ist denn hier los? Wild. Oh, das ist auch wild da vorne, dieses Konstrukt. Stop and go 10 Sekunden, also Lupo in der Box 10 Sekunden mehr stehen. Musst du das nicht separat absitzen? Nee, es geht 10, wird drauf errechnet. Ja, separat, wirklich? Wird das nicht draufgerechnet auf dem Boxenstopp? Bin ich gerade verwirrt? Da hätten sie eine 10-Sekunden-Strafe aussprechen müssen, aber keine SG. Ah, oh, stimmt, SG ja. Ist ja. Ja, da steht ja am Ende immer plus. Ja, du hast recht, Verzeihung. My bad. My bad. Natürlich eine ganz schön harte Strafe. Nee, Kangalese, ich habe mal in den Sitz komplett reingepasst. Also ich habe den mal komplett ausgefüllt. Aber mittlerweile habe ich sehr viel Platz in dem Sitz. Was sagt ihr das? Mehr Schoki essen. Mehr Schoki essen? Nö. Ja, wer vor Show dein bester Freund? Wieso? Schickt er dir mal welche oder wie? Nee, das ist so ein Schoki-Fanatiker. Ach so. Aber der ist durch die Ohren, Kangalese ist der sowieso größer, weil normalerweise sitzt du ja hier mit einem Helm drinnen. Also ist ja ein richtiger Sitz für Auto. Also Vollschale. Ich, Alter. Ja, war süß. Nee, war gut, Michael. Der hat sich, glaube ich, schön die Hose geschissen gerade. Wie lange hast du den Sparkus-Sitz nun? Das ist ein Momo und den habe ich gekauft im... Ja, nein, jetzt versaut der Audi mir meine schnellste Rennrunde. Ah! Im Mai, glaube ich. Im Mai diesen Jahres habe ich den gekauft, scheinbar. Ich
Den habe ich zusammen mit der Pedale gekauft. Also die Häusingwelt. Ist auch besser Sitz, finde ich. Gibt nichts Besseres. Sitzt sich einfach. Wir sitzen wie ein König drin. Also jetzt mittlerweile. Ey, hör bloß auf, Charinado. Ich hatte heute auch so einen Moment. Heute, ich hab heute Morgen im Badezimmer gestanden und hab mich gefragt, wie ich ins Dings gekommen bin, ins Bett. Ohne Scheiß. Und hab gestern überlegt, was ich eigentlich gemacht hab. Ich hab wirklich gedacht, ich hab Gedächtnisverlust. Und ich hab nicht mal getrunken oder so. Das Alter. Und irgendwann ist mir dann eingefallen, ach so, ja stimmt, du bist auf der Couch eingeschlafen und nachts um zwei dann ins Bett getaukelt. Okay, okay, okay. Der Porsche. Ja, müsste jetzt bald in der Box sein, den müssen wir aber überholt haben. Müssen die 101. Ja, müsste bald in die Box. Ja, der ist jetzt auf der Gegengerade, der Porsche. Macht denn der AMG hier? Kann er sich mal entscheiden, was er will? Ah! Der müsste jetzt, der müsste eigentlich jetzt langsam in die Box fahren. Der ist noch eine Runde. Bild. Ja, der kann ewig fahren. Seinem Spritverbrauch. Schön, Pankuin. Er kann auf 4 Runden, schreibt Blo. Blo. Okay. Hat schon wieder Tabelle verfasst. Schön. Dein Mod Flo, oder wie? Mhm. Ah, nice. Flo ist ja auch immer dabei. Ja, wir haben schon so eine richtige Hardcore-Fankurve hier. Warum gibt es keine Stint-Grenze? Da Menschen hier auch alleine fahren. P3 fährt zum Beispiel 6 Stunden alleine. Der Stint-Timer, glaube ich, kommt erst beim 24-Stunden-Rennen. Sechs Stunden allein ist wirklich wild. Also nur 6 Stunden mit richtig ordentlicher Pace ist körperlich ganz schön anstrengend. Ist auch, glaube ich, nicht so gesundheitsfördernd. Hm. Ach Scheiße, jetzt geben sie Reifen nicht mehr her. Belastend. Hast du noch Zeit? Hast noch Zeit, alles gut. Hat er letztes Rennen auch gemacht. Letztes Rennen sind wir, glaube ich, 8 Stunden gefahren. Da war er auch Platz 3, glaube ich. Nee. Hinter uns ist er. Nee, Platz 4 war er. Okay. Da waren wir Platz 3 und der Porsche, glaube ich. Nee, er war 1, der Porsche 2 und wir dann 3, glaube ich. Irgendwie sowas. Obwohl wir eigentlich 2 gewesen wären. Ne, 1 gewesen. Ne, wie denn du? 2. 2 wären wir eigentlich gewesen. Der Porsche hat halt dich gemacht. Porsche hat Porsche-Sachen gemacht. Naja.
Vielleicht hat er ja noch eine Strafe gekriegt und wir haben es nur noch nicht gesehen im Forum. Die 6 Stunden gehen immer so schnell rum. Alternative Rennlinie. Reifen für die schnelle Runde aufgewärmt, Dizzy. Ah, so, okay, Verzeihung. Das habe ich missinterpretiert. Ich denke auch. Scheiße. Okay, final warning. Oh. Naja, ja. Gut, 3,5 Stunden dann, ne? Naja, gut, müssen wir uns jetzt halt ein bisschen Mühe geben. Jo. Alles gut. Wir wissen beide, wer sie reinfährt. Ja, keiner, ganz einfach. Mhm, genau. Dann geh einfach vom Gas gehen, das kostet uns zu viel. Ja, ich weiß, alles gut. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das ein Cut ist. Alles gut. Deswegen bin ich nicht vom Gas gegangen. War absolut nicht schlimm. Der Pinguin-Sekte. Ah, okay, danke, Tepper. Haben wir 1500? Oh, krass, Chat. Nice, ey. Danke für die ganzen Subs. Habe ich noch gar nicht gesehen. Sind wir wirklich auf dem Weg zum Emote-Slot? Easy, ist ja nicht mehr weit. Sind übrigens wieder P1. Hab ich schon gesehen. Gute Arbeit. Bei 10 Sekunden rausgefahren. LOL. Ja, du bist halt der schnellste im Feld aktuell, ne? Mit Abstand. Und gestern haben wir gerade darüber noch gesprochen, über diese Fassbänder-Doku-Chat. Ah. Mal gucken, was da für Zeiten fährt, der Knipsel. Ja, ich beobachte das mal. 2,44, easy. Hat er? Ja, naja, der war gerade in der Box, Mann. Ach so. 2,44. Ja, nee, ich hab das mit der 2 nicht. Ja, alles gut. Nicht realisiert. Ja. Sehr gut. Ich wollte auch mal so einen toten Joke machen wie du. Ah, ja. Hast du dir mal das Fernglas gekauft? Tja, ich glaube, das hättest du gebraucht eben für ein bisschen Fernsehen. Schöner warmer Katzenatem am Arm. Yam, yam, yam. Schön noch ein bisschen Sabber dazu. Ich dachte eigentlich, da fällt jetzt das Wort Urin oder so, aber es war dann doch der Atem.
Nee. Weil, als ob meine Katze mir in den Schoß pinkelt. Sag mal, spitz du heute. Einfach nur markiert, meine. Kann ja sein, dass du Katzenstreu oder so einstecken hast. Nein. 1,44,5. Letzte Runde. Okay, also selbe Pace. Na klasse. Alter. The fuck? Ragnar. Ja, Ragnar erstmal 20 Buden rausgeknallt. Junge. Wild. Richtig wild. Was ist los mit euch heute? Vielen, vielen Dank. Oli Schmidt. Okay. Das sind noch die Nachwirkungen von meinen Sellout-Phones. Wahrscheinlich, ja. Und ich muss bei allen Dank putzen, habe ich gehört, du Schwein. Warum verkaufst du meinen Körper? Das mache ich jetzt bei dir auch immer. Irgendwann, wenn du nicht zuhörst, verkaufe ich einfach deinen Körper. Wie viele Runden hast du jetzt noch auf dem Tarot? 21. Okay, easy. Oh. Naja, alles gut. Nee, Mozart liegt gerade auf meinem Schoß, Federchen. DJ ist nicht da. Ist Mozart hier. Hat er Wechsels? Fällt gar nicht auf. Okay, okay. Mach's gut. Bin da mal weg. Was denn passiert? Hast du es nicht gesehen? Nee, hab grad nicht hingeguckt. BMW M4 und Lexus haben gerade BMW und Lexus Sachen gemacht. Ah, die haben sich gegenseitig getroffen, also. Dezent. Ich hab die beide einfach so gespalten wie Jesus. Die sind so auseinandergegangen. Erst waren sie ganz nah zusammen und dann sind sie auseinandergegangen. Also ich glaube, ich bin in der Mitte durchgefahren. Ich glaube, der Dude, der mit dem Wasser, das war, glaube ich, wer anders. Das war, glaube ich, nicht Jesus himself. Du. Ich bin da nicht so drin, aber das war, glaube ich, wer anders. Der Moses war es nicht. Nee. Klar war es Jesus. War das nicht Gandalf? Oder Harry Potter? Er hat einfach die Orks gespalten, Junge! Kappa Gandalf hat's Wasser gespalten, alles klar! Ich hab hier den Ringe nicht mal irgendwann gesehen, ich kann dir das nicht mal sagen. Es war eigentlich der Koreaner, der Gangnam Style gesungen hat. Das passt nämlich auch zu Gandalf. Hi. War es wirklich Moses? Natürlich war das Moses, du Pfeife. Hä, der hat eine Arche gebaut. Ja, und der ist doch übers Wasser gegangen. Der ist rübergegangen, aber hat er es gespalten? Natürlich. Na gut. War ein Test, ich wusste das natürlich. Die Arche war übrigens Noah, by the way. Oh, scheiße. Oh, Mann. Einfach nur komplett lost. Auf dem Wasser gehen war Jesus. Okay, cool. Wir haben ja alles durcheinander geknallt. Ups. Wir sind beide sehr bibelfest, glaube ich. Upsi. Ich hatte nie Religion. Ich bin raus, Chat. Atheist. My bad. My bad. Einfach alles schon wieder viel zu wild. Ich hab echt, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich freue mich auf den Rest des Jahres mit den Rennen. Wir haben wirklich ein sehr gutes Team. Mit sehr viel Humor.
Übrigens, Chat, am 6. November, das müsste in 2 Wochen sein, werde ich nicht da sein, weil mein Großvater wird 80 und das geht leider über alles. Da werde ich das ganze Wochenende nicht da sein. Ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen, solange ich das noch kann. Ich gehe in voller Montur zum Geburtstag, natürlich. Maga, ich habe mir doch nicht einen dicken Anzug gekauft, um da nicht so hinzugehen. Sag mal. Mit deinem Karamalzanzug. Was für ein Karamalzanzug? Na, leider für euch. Ich freue mich darauf. Natürlich freue ich mich, meine Großeltern zu sehen. Was ist da los? Die habe ich jetzt schon 2 Jahre nicht gesehen, wegen Corona. Aber die anderen Jungs, die fahren. Also hoffe ich zumindest, dass sie es zusammenkriegen. Ne, meinen Hitnachtenanzug habe ich noch nicht, der Wusa. Den kaufe ich erst im Dezember. Er ist ein bisschen preisintensiver. Den wollte ich nicht diesen Monat. Ich weiß nicht, wer den langen Text geschrieben hat, aber ja. Der ist ein bisschen teurer, der Anzug. Deswegen gibt es den erst zu Weihnachten dann. Wow, Troika, nice. Ich werde dann auch das erste Mal mein Auto Probe fahren. Piep. Das neue. Wenn er bis dahin da ist. Ne, ich werde mir den ausleihen. Also ich fahre mit Leasingwagen. Was folgt? Nicht mit Leasing, Leihwagen. Ich habe gestern auch einen Octavia gekauft, wenn du ihn haben willst. Hm? Der ist aber ein bisschen älter. Ach so, nee. Aus 2009. Ja gut, der geht ja. Also wenn jemand ein Auto sucht, eure Chance. Ist Benziner? Diesel. Diesel? Ja. Fährt er 1,6er mit 105 PS. Da geht was. Loop-Around, der neue wird Octavia RS Kombi. Ja, der Typ mit den Thesen, das war doch Napoleon. Okay. Natürlich war das Martin Luther. Nee, diese Lupo. Ich habe einmal noch mich für Diesel entschieden und dann das nächste wird dann Elektro, denke ich. Weil alles andere hat für mich keinen Sinn ergeben. Weil wenn ich fahre, fahre ich immer sehr lange Strecken. Benzin ist einfach zu viel. Also ich fahre jetzt Benziner und baller da einfach zu viel raus. Da ich halt lange Strecken oft fahre, wenn ich fahre, dann ist das, glaube ich, die sinnvollste Sache für mich. Fuck, wie viele Thesen waren das? Waren das nicht irgendwas mit 95? Konzentrier dich lieber. Alles gut, hab alles im Griff. Okay. Ja, 95, habe ich schon gesagt, oder nicht? Ich weiß, Troika. Kann sein, dass ich bis zu ein Jahr warten muss auf das Auto. Aber ist okay, ist nicht wild. Das ist positiv für mich, weil momentan explodieren die Gebrauchtwagenpreise.
Wir machen dich zum guten Christen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Nächste Runde. Ich glaube, wir haben jetzt fast freie Bahn. Du, ich schön ausholen. Ich habe keinen Stress, Volker. Alles gut. Zum guten Christian. Maxine, vielen Dank für deinen dritten. Für deinen Sub im dritten. Dankeschön. Nee, Partner sind wir immer noch nicht. Ich stell den Antrag nächsten Monat nochmal. Mal gucken. Das sind blaue Ecken und das bedeutet, dass das GT4-Fahrzeuge sind. GDJ. Chakalakalakalala. Oh, Alter. Danke für dein Prime im zweiten. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe damit keinen Stress mit dem Auto-Chat. Alles gut. Ich weiß das. Ich wusste das auch schon vorher. Aber ich wollte mir jetzt nicht schon ein Jahr, bevor mein jetziger ausläuft, mir schon wieder einen neuen bestellen. Das fand ich nicht cool. Also ich habe meinen jetzt 6 Monate vorm Auslaufen meines jetzigen Autos habe ich das bestellt. So. Wenn es länger dauert, dauert es länger. Da fahren wir halt Fahrrad. Ist wie es ist. Naja, danke, Troika. Wie gesagt, ich bin mir dessen schon bewusst. Also ich wusste das auch vorher schon. Alles gut. Oh. Pfiuh. Ich bin da ganz entspannt. Hast du einen Fehler gefunden, Philbrin? Oder was ist lächerlich? Was hat ein Kanu geschrieben? Was war denn der Fehler? Was meinst du, Timmy? Das ist ein Mercedes hier gerade. Also der. Was war denn der Fehler? Die SSD? Nee, ich weiß es. Ich weiß es. Was denn? Grafikkarte? Das vor dem PC! Du bist so ein Idiot, Alter. Oh Mann, ey. Oh nein, du hast Dreck auf dem RAM-Riegel gehabt? Oh, das ist ja bitter. Oh, das ist ja, wenn das wirklich ist, dann ist es wirklich bitter. Ach so, IRL fahre ich Mazda CX-5.
aktuell. Schöne Grüße zurück an die Jungs bei der LAN-Kanu. Wie viele Runden hast du noch? 14. Okay. Du hast dann übrigens wieder einen Porsche hinter dir, ne? Genau. Aber diesmal bin ich darauf vorbereitet und... Ah ja. Ich werde das, werd das auch ein bisschen anders angehen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Reifendrücke ausrechnen. Es sind 7 Grad weniger, das heißt 4 Klicks. Benekano, ich könnte dir auch sagen, ich komme nach dem Rennen noch mal rum. Ich glaube, eine Stunde brauche ich bis zu euch. Aber irgendwie habe ich da keinen Bock. 5 Klicks habe ich gesagt, ne? Ja. Okay. Map 1 passt, schieb. Ja, alles gut, Totte. Ich mache 5 Klicks, weil die Reifen vorher bei dem anderen Stint auch einen Klick weniger hatten schon. Deswegen mache ich 5, um das auszugleichen. Plus, dass wir in den Abend reingehen und es noch kälter wird. Also können die ruhig am Anfang ein bisschen wärmer sein. Das ist schon okay. Das musst du ja jetzt auch mit einberechnen, dass wir in den Abend reinfahren. Und es kälter wird. Wir wollen die 1,43 sehen. Okay. Also mit Quali-Sprit okay, aber voll. Mit zweier Bremse. Geht auch. Geht auch. Ja, mal gucken. Jetzt mach dich weg. Bitte. Ja gut, Frühbrille hast du halt ein Ersatznetzteil. Ist doch auch nicht verkehrt, eins zu haben. Ist wie bei mir. Man hat ewig gesucht, allen möglichen Scheiß gemacht und dann hat man den Scheiß gefunden. Die älteren PC-Systeme, die jetzt so 3, 4, 5 Jahre alt sind, wenn das trifft jetzt auf dich nicht zu, aber der größte Fehlerursache sind meistens Pluskondensatoren. Das ist wie bei meinem Monitor. Da ging auch einer nicht. Also der einen Monitor davon. Den habe ich aufgeschraubt, habe einen neuen Kondensator reingelötet, fertig. Da ging das Ding wieder. Refs wahrscheinlich Netzteil. Also ich habe mein Netzteil gewechselt und ich habe meine CPU-Kühler gewechselt und neue Lüfter reingezimmert und danach lief er wieder. Der war, also bei dem Streaming-PC kam oben aus dem Rechner so unfassbar fucking heiße Luft raus, dass der, glaube ich, irgendwie zu warm wurde. Schätze ich. Und dann immer komische Faxen irgendwann gemacht hat. Dadurch, dass ich jetzt hier drinnen in dem Raum keine Klimaanlage mehr habe, haben die Rechner halt ein bisschen was zu tun. Also der Rechner hier unten, der Racing-Rechner, der ist auch gut am Ackern immer. Ne, Katzenhaar habe ich keinen im Rechner. Das ist alles gut. Aber ich habe da ewig gesucht. Alter, ich habe so lange gesucht. Bestimmt 2 Monate oder 3 Monate. Bis Philbrit dann mal gesagt hat, wechsel mal dein Netzteil und dann gucken wir mal. Und dann habe ich gleich alles in einem Ritt gewechselt und seitdem läuft es wieder. Sie hat keine Katzenhaare im Rechner?
sondern er hat Reschner in den Katzenhorn. Verstehst du? Nee, gut, der war jetzt flach. Gebe ich zu. Hm. Okay. Ja, ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Also, okay. Ja. Aber glücklicherweise ist beim Umzug nicht so viel kaputt gegangen. Es ist ein Mikrofon kaputt gegangen und ein bisschen was vom Rechner. War das okay? Obwohl, und der Monitor, mein mittlerer Monitor ist auch hops. Aber der geht noch. Der geht noch eine ganze Weile. Der hat zu gehen, sagen wir es mal so. Fluig, Moinsen. Tja, mal was Platz 2 für Zeitenpferd, ob du das rauskriegst irgendwie. Ich denke, der wird dieselbe Pace noch gehen wie ich. Ja. 11 Runden noch. Ich hab leider keinen Pitbull hier, es tut mir echt leid. Letztes Mal gab's keins und dann habe ich mir einfach keinen Dings geholt. Wie läuft? 44 ist schneller, Leute. Wir sind auf 1 aktuell. Also nicht schlecht, könnte man sagen. Halbzeit. Mhm. 1,47 hat jemand geschrieben gerade. Beim Porsche. Okay. Aber du hast auf jeden Fall was rausgefahren, schon wieder eine Sekunde. Ich habe mein Tablet nicht hier, Leute. Ich muss das nachher holen nach meinem Stint, dann kann ich gucken. Ey, wenn die mir jetzt wieder die schnelle Runde versauen, frass ich komplett aus. Macht euch weg! Ah, selber versaut. Strottel. Ah! Wollte ich gerade sagen, also da war jetzt keiner schuld. Hier zum scheiß Hollywood-Film über. Piu, piu. Aha. Okay. Geht noch, sagst du? Ja. Na, der hinten verliert schon ein bisschen Druck. Muss den Reifen warm halten. Junge. P2 1,45,3. Ah, hier, wie ist denn Formel 1 Quali heute eigentlich ausgegangen, Chat? War jetzt so die wichtigen Sachen im Leben. Aha. Verstappen und Hamilton, die haben sich ja schon wieder richtig lieb. Das ist erst 23 Uhr. Ach so, okay. Kannst du noch gucken heute dann. Woohoo! Formel 1 ist seit langem mal endlich wieder richtig geil. Ohne Scheiß. Gerade der Kampf mit Verstappen und Hamilton, absolut geil. Ach du Scheiße. Guter Cayman.
Lexus ist richtig stark auf der Geraden, ja. Na du? Was ist los? Was ist los? Hm? Was? Was ist denn los? Was hast du jetzt noch auf dem Tacho? Nein! Das muss ich mal umpositionieren, okay? Lass mal das Reifen warm. Nee, ich hab noch TC2. Oh. Und jetzt? War der Fellknäuel verschluckt oder was? Nee, los? Sah wild aus gerade. Acht Runden. Ach doch, okay. Ja. Dann gehe ich nochmal einmal kurz strutzen und hol das Tablet und dann bin ich gleich da. Will die aber jetzt! Halbes Zehntel. Oh, es ist zu viel Verkehr auf der Strecke.
So, da bin ich wieder. Jetzt auch mit Pitwall. So, wir wollen... RRVGT. Ist das hier mit drin? Nee. Paul... Lord, da ist er. Spitzenmäßig, wir sind drin. Okay, jetzt kann ich dich versorgen. Infos. Nice. 5 Runden habe ich noch. Wie viel? 5. Okay. Das ist mir gerade schon wieder selber versaut, Strollo. Sei nicht so hart zu dir. Doch. Du machst einen guten Job. Kann ja nur gegen mein Delta fahren. Wow. Wow. Einfach mega arrogant. Hm. So ein Penner. Ich bin ehrlich gesagt von dir nichts anderes gewohnt, Michel. Ich hab dir von meiner tollen Ungaro-Ring-Woche erzählt. Das erste, was du mir gesagt hast, das Auto, was du fährst, ist okay. Also, man ist es gewohnt. Man ist es gewohnt. So, die wird's schon mal nicht mehr. Hier vorne geht viel Wildes ab. Mhm. Wenn Michel jetzt Twitch-Partner wird, bekommt sein Ego eine eigene Postleitzahl. Das stimmt ja. Oh ja. Abgehoben. So wird es sein. Er hat meine Startnummer, der McLaren. 17? Ja. Warum ist deine die? Die habe ich schon seit ich AC fahre, habe ich die 17. Warum? Weil das halt so ist. Meine Glückszahl. Okay. Gehst du weg? Wieso hat der mit Bentley hier Warnblinkanlage an? Weiß ich nicht. Bei mir hat er keine an. Bei mir hat er Warnblinkanlage an. Ja, bei mir nicht. Ich sehe nichts. Haben wir Reifendrücke schon eingestellt? Ja, ne? Nein. Im Fußball-Pankuin oder wie? Ey, Sündenfall, moin, ich grüß dich, was geht? Sindre, moin. Was gab's eigentlich für einen Kuchen heute bei dir, Pankuin? Wir überholen gleich P5. Ja, ich weiß. Ein P5 überholt gleich P6, was soll, ne? Drei Runden noch? Ja, bin da. Bienenstich. Mhm. Nice. Muss eine Zwiebel drauf machen. Ja. Ist eine gute Idee, oder auslutschen. Aber du hast es verstanden. Oder ausbrennen. Ausbrennen geht auch. Das ist schon wieder so gut. Musst du Zwiebel drauf machen.
Ja, wenn ihr auf diese Art von Humor steht, könnt ihr gerne bei Michel vorbeigucken. Und der Ausrufezeichen 6H findet ihr den Link zu seinem Stream. Falls euch das zusagt, Attacke. Folgt ihm, schaut ihm gerne zu. Könnt ihm etwas Liebe. Vielleicht könnt ihr mir auch bessere Witze beibringen. Oder andere. Wir wollen mal nicht so werden sein. Andere. Möchtest du jetzt die Drücke haben, so langsam, oder? Können wir eine Boxengasse machen? Ja, oder wir machen das vorher, dass nichts schief geht. Ich will aber noch meine schnellste Runde. Wenn ich jetzt Luftdrücke einstelle, dann lenkt mich das zu sehr ab. Ja, cool. Aber vielleicht übergeben wir das Auto und du fährst nachher deine schnellste Runde so. Okay. Ich will nicht warten. Ja, mach mal gleich. Start Zielgeraden. Welches Auto hat seinen natürlichen Lebensraum im Meer? Der Mercedes. Gut. Michel, sein so, Niveau. schieß los. 26.1. Ja. 27.6. Ja. 26.2. Ja. 27.2. Ja. Daveson. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, den Daveson. Ich hoffe, dem geht's gut. Oh nein, Wahnsinn. Mercedes. Oder weniger Kassetten. Ja, okay, Michel fährt ab. Ich grüße dich, Freund, was geht? Okay. Chat, wusstet ihr eigentlich, dass Dizzy von Deichmann Schuhe geschenkt bekommen hat? Die sind dann 3 Tage später wieder bei Deichmann angekommen. Mann! Waren Arbeitsschuhe. Oh Mann, der war jetzt wirklich schlecht. Oh mein Gott. Ich sehe gerade, wie Dizzy einfach nur dumm guckt. The fuck? Da geht eigentlich anders, aber. Also nicht anders, da kommt eigentlich eine andere Person rein, aber. Irgendwie, man muss die Schlüssel zusammenbauen. Ja, okay, ey. Was auch immer. Ich gehe übrigens ins Teamspeak, du hast ja jetzt nur noch eine, ne? Nee, ich komme jetzt rein. Ja, denn ich bin im Teamspeak dann. Ja. So, TS ist da. Muss mich noch als Fahrer empfordern dann. Das ist eine tolle Runde, Mann.
mich als Fahrer anfordern? Ja, beruhige dich. Du übernimmst das Auto ohne Schaden auf P1 mit ca. 16 Sekunden Vorsprung. Muss ich noch im Teamspeaker muten? Nö. Okay. Lässt das Auto an? Ja, ich mach das Auto an, mein Guter. Ja, Entschuldigung, dass ich zumindest das versuche, einigermaßen professional zu machen, dass hier nichts in die Hose geht. Hier geht doch nichts in die Hose mit uns. Nee. Bis auf den Start, den wir fast verpennt hätten. So gut, stell dir mal vor, wir werden aus der Box gestartet. 5, 3, 2, 1, Auto ist an. Das wäre fast in die Hose gegangen. So, ich mute mich mal, ne? Viel Spaß, Chat. So, Chat, ich muss jetzt mal schnell mit dem Hund runter. Der macht hier nämlich, Spikey, Alter! Ich bin fein, du hast es ja auch noch gesehen, ne? Nee, aber ich glaube, peitschen muss, Baby. Oh, Mann. Was macht der Hung? Einen Springbrunnen? Was will er? Ach so. Ah, okay. Dizzy? Ja. Falschen ist Bibi. Also, ich bin dann gleich wieder da. Okay. Bis dann. So, Chat, bis gleich. Mucke geht hoch. Ja, ich muss auch. Bibi? Also, bis gleich. Der Typ, ey. Einfach großartig. Hey Quad Racer, dankeschön. Yellow flag accepted.
the left. Shit, 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 shit. Okay, geht noch. Los. On the right. Clear on the right. Thank you.
Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Ist sie einfach anders schnell unterwegs? Sehr gut. Wenn er die Pace beibehält, sehe ich sogar Platz 1. Ja, aber die müssen ja nach der Box. Ja, weil Dizzy nichts sagt. Steve. Also der 44.6 ist aber gerade gefahren. Box, Marcel, Box. Danke, jetzt der Rest vom Mittag. Oh, noch nicht auf der Runde, Jungs! Uch. Magaluk doch einfach. Oh, manche Menschen! Ja, der ist gut. Sehr gut. Hätten wir das mit dem Sprit nicht verkackt, wäre das richtig nice geworden. Das sind halt so die Mini-Fehler, die er noch macht. Aber ansonsten ist das echt gut. Nee, doch, Wechsel haben wir. Armageddon, wir hätten die ganze Zeit in Map 2 fahren müssen. Wir hätten 75 Minuten fahren müssen. Oder 80 sogar.
Weil es keinen Stint-Timer gibt. Weil wir sind jetzt halt die ganze Zeit volle Lotte gefahren und nach dem ersten Stint ist uns das halt eingefallen und dann hast du eigentlich schon verloren, weil du die Zeit nicht wieder aufholst. Beziehungsweise 72 Minuten hätten wir fahren müssen. Porsche fährt halt 80 Minuten fahren die, ne? So schlecht bin ich in Mathe eigentlich nicht, wechselt. Ist der D! Vielen Dank für dein Follow. Baby Groot, auch dir Dankeschön. Kiwi jetzt auch am Start. Kiwi Kevin. Sehr gut. Podracer hat er nicht, nein. Du weißt doch gar nicht, ob wir 15. langsamer wären. Das können nur bloß 2/10 sein. Nee, eine Sekunde ist es nicht, das weiß ich. Wir probieren das nachher mal aus. Fahr mal eine Runde auf Map 2. Zeit ist ja noch. Ändern können wir es jetzt eh nicht, das stimmt. Bloß die Frage, ob wir mit der Map 2 so viel Zeit gespart hätten, also beziehungsweise Sprit gespart hätten, dass wir hätten 80 Minuten fahren können. Rein seitentechnisch lutscht das nicht, dafür sind die im Porsche zu schnell. Ich weiß nur nicht, wie schnell der vierte Mann von denen ist, also falls der fährt. Kommt halt immer jetzt drauf an, was die anderen noch für eine Pace fahren. Vielen Dank für dein Follow, mein Bruder. Der zweite Platz sollte eigentlich relativ safe sein, ja. Ja, kann der Boxenstopp nicht nach dem zweiten Stint raus haben. Das geht gar nicht. Hatcher, Mann, grüß dich. Oh, da steht ein Lexus. Hatte sie holt gut auf, das ist sehr gut. Das würde ja bedeuten, dass Schalm jetzt aufgeholt hat. Das ergibt ja keinen Sinn. Er muss ja trotzdem noch zwei... Ach, ich weiß es nicht.
Gut, es gibt Cut. Oh, Glück gehabt, Mann. Okay. Ja, dann passt das ja. Nur noch 23 Sekunden. Ey, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, die haben jetzt wahrscheinlich wirklich zu kämpfen mit den Reifen, denke ich. Aber wir sagen das Dizzy jetzt nicht, weil das macht ihn bloß nervös. Arrow, bitte mal keine Zeiten mehr posten. Lass das mal. Er soll sich auf sein Rennen konzentrieren. Pace ist gerade richtig gut. Oh, Bruder, der... Das soll die scheiß Dorf... Dann müsste ich jetzt gleich mal sagen, dass ich Durchfahrtsstrafe nicht riskieren soll. Ja, Tote, das könnte passieren. Nee, ich sag's trotzdem. Dies ist ein kleiner Hinweis, das war jetzt zweimal schon unter Hard Scharf. Ja, ich weiß. Dann verzichte lieber auf die schnelle Runde. Ja, ja. Die Durchfahrtsstrafe wird mir wehtun. Auf geht's. Sehr gute Pace. Ich bin schlecht, I know. Quatsch, Ende. Einfach ein ganzes Stint lang wiggeln. Okay, hat er gut gelöst. Mensch, Partner! Which crime is not a crime? Car on the right. Clear on the right. Und alle, wiggeln, auf geht's! Nochmal richtig reinwiggeln, jetzt alle! Bei mir und bei Dizzy im Chat, auf geht's jetzt! Nutzt alle Wiggles, die ihr habt! Los jetzt! So bekloppt. Flo's Band einfach nur. Was ist denn Modderboost? Hatcher. Ach, Hatcher hat kein Prime mehr. Yellow flag, be careful, man. Der kann das Benko Wheel nicht mehr machen. Was ist da denn los? Ach so, nee, das habe ich ja auf Better Twitch TV. Reiche Sekunden Stop and Go, wer? Platz 9, okay. Der Wachtmeister. Der Wachtmeister hat eine Stop-and-Go-Strafe erhalten. Wow, Hatcher! Nee, tatsächlich noch nicht Sakrileg. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das Rennen ist. Ich hab's schon wieder vergessen. Vielen Dank, Hatcher. Vielen Dank. Für dein Prime im dritten. Dankeschön.
Das war sehr eng. Sorry, BMW. My bad. Ist lieb, danke. Nein, war alles cool, war regelkonform. Aber es war sehr eng. Ja, ich weiß. Oh. Deswegen sage ich ja sorry. So, wir sind wieder Platz 1 übrigens. Wir gucken mal. Wo ist er denn? Hier. Ah, okay. Also die fahren nicht alle vier. Die haben wahrscheinlich geswitcht, weil die Pace gut machen müssen. Guck mal, wie weit er jetzt hinter uns ist. Der ist hinter Schalm gefallen. Okay. Hä, ich verstehe das jetzt nicht. Schalm muss jetzt auch noch zweimal in die Box, oder wie ist denn das? Wo ist denn jetzt unser Auto? Ah, hier. Ah, okay. Also der Porsche muss nur noch einmal, okay. Also habe ich ja dann am Ende einen Langstint. Wie lange fährt denn Dizzy jetzt noch? Jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir mal fragen, wie viel Sprit er noch hat. Das heißt, circa 35 Minuten, ne? So kommt er rein. Eine Stunde 35. Da müssen wir nochmal für eine halbe Stunde tanken. Das heißt, brauchen ca. 70 Liter. Dankeschön, du bist ein Engel, grüß dich. Müssen wir mal gucken, was er jetzt für Rundenzeiten fährt. Jetzt vielen Dank für deinen Sub im dritten. Dankeschön. Vielen Dank. Come on, Boys. Come on. Ich weiß, ihr könnt euch nicht wegbieten. Lasst. Oh. Car on the left. Lass mir doch ein bisschen Platz geben. Dankeschön. Ey, was vor? Ich muss hier vor jemanden wegfahren. Nee, ich würde dann. Oh. Okay. Mario, vielen Dank für deinen Prime im zweiten. Dankeschön, mein Bruder. Das müssen wir da mal ausrechnen. Okay, 45,3. Jetzt hat er Zeit verloren. Ja, also 20 Sekunden brauchen wir noch. Die müssen wir noch irgendwie rausfahren. Das kriegen wir hin, glaube ich. Irgendwie kriegen wir das hin. Nein, wir lassen die alten Reifen drauf.
Weil wir, es kommt drauf an, wie lange dauert ein 60 Liter tanken? Das wäre jetzt noch eine interessante Frage. Weil wenn 60 Liter tanken 20 Sekunden dauert, dann... Das so viel macht das Gewicht vom Auto nicht aus. 40 Cent. Es kommt halt drauf an, wie lange es tanken dauert, Godracer. 60 Liter tanken dauert 15 Sekunden. So, wie lange dauert die Boxendurchfahrt? 30. Okay. Brauchen wir halt mal noch so ein Boxenstopp, wie lange das dauert. Haben wir irgendjemanden, der an der Box muss? Nee. Nee, haben wir nicht. Schade. Ja, weil Dizzy hat jetzt alte Reifen. Und die Überrundung. Genau, mit Reifenwechsel dauert es 30 Sekunden. Das kostet als 15 Sekunden mehr. High Risk, High Reward. Okay. Ah, hier Wachtmeister. Halbe Box. Wir gucken mal. 10 Sekunden. Also bis er jetzt hier war, achso, ja, Durchfahrt 30 Sekunden, okay. Also 45 Sekunden brauchen wir. Lintulda, vielen Dank für deinen Prime, Mann. Dankeschön. Ein Fullstop hat 66, okay. Also bedeutet das unterm Strich, wir brauchen 51 Sekunden. Wobei, wir haben jedes Mal Schaden reparieren lassen. Jackson, vielen Dank für dein Prime. Dankeschön. Chat, wo ist der Pinko Hype? The Real K, grüß dich. Also, warte mal. Kevin. Nee, war das Kevin? Kilian war's. Für euren Support und eure Unterstützung. 3K, oder? In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. P2 ist... Okay. P2 ist doch safe. Wieso ist denn, wieso ist denn P1 nicht holbar? Die sind 25 Sekunden hinter uns. Wir brauchen 20 Sekunden. Können wir mal den Verkehr wegwiggeln? Der steht immer gerade an ungünstigen Positionen, ey. Ja gut, weil sie jetzt ein... Das wäre echt klasse, Chat, wenn ihr das mit Michels ja, vier, mal macht. Danke an euch. 44-0 schafft man nicht. Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt... Scheiße, okay. Aus. Peace, Chubi. Die Zivige. Ja, das ist aber gegen Porsche keine Chance. Quatsch, Ende. Es ist halt das. Wie viele Runden hast du noch? 15.
Also folgendes, den Porsche werden wir nicht besiegen können. Der ballert jetzt 44-0er Zeiten, da haben wir keine Chance, der fährt jetzt volle Leistung. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf Platz 2. Ja. Ich gebe dir eine weitere Info. Nee, Quatsch, Ende, du hast vollkommen recht. Platz 2 ist jetzt 25 Sekunden. Boxenstopp bei einer Stunde uns. Das heißt, P2 könnte safe sein, wenn wir keine DT kassieren. Over.